Jetzt sehen wir einen Geier, der kann eben gar nicht nur segeln, sondern der kann auch gut zu Fuß sein. Und wenn so ein Geier zu Fuß unterwegs ist, dann hat der Geier meistens zu viel zu treffen. Das war sich der Freund. Das heißt, Geier, morgen stehen die an ihren Schlafplatten. Dann wachen die darauf, dass die Sonne aufgeht. Sobald die Sonne aufgegangen ist, dann sind die oder fliegen die eben halt in eine Thermik rein. Und in dieser Thermik, da gucken sie eben halt, ob sie irgendwo Beute erschnüffeln oder sehen können. Da jetzt viele verschiedene Geier meistens an solchen Bergen stehen, werden sie alle gemeinsam schlachten und dann werden sie sich die ganze Zeit beobachten. Und das heißt, wenn der erste Geier eben halt in einen Sitz geht, dann folgen ihm alle anderen Geier und dann werden sie alle gemeinsam an diese Beute rangehen. Jetzt sehen wir auch hier die Fütze. Bis zu 90% auch an den Flügen sparen. Jetzt bringe ich die zwei.